Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von ARK Survival Evolved. Und wir wollten hier gerade mal ganz kurz eben gecheckt haben, ob wir das jetzt hier fertig gebaut kriegen. Jawohl, kriegen wir hin. So, unser kleines Führerhaus hier. Und wie wir sehen, können wir drüber und raus gucken. Das ist doch perfekt. Schau mal, da haben wir gleich unser kleines schönes Sonnenterrässchen hier auch direkt mit am Start. Ja, jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen, ist natürlich die Sache. Und natürlicherweise habe ich vergessen, dass wir vielleicht machen müssen hier le Ding. Warte mal, können wir jetzt eventuell... ich baue schnell hier so ein Window-Frame. Und ziehe den da rein. Können wir jetzt eventuell hier das Ding einfach direkt ersetzen? Das klappt nämlich jetzt wieder nicht, weil hier das Ceiling fehlt scheinbar. Können wir denn hier noch ein Ceiling draufsetzen? Ja, können wir. Gut, das erleichtert uns die Sache hier mit dem Demolieren. Na gut, daran hätte ich denken sollen, dass das Ding kaputt geht. Macht aber auch nichts. Das macht jetzt gerade allerdings was, weil jetzt sehe ich nämlich gerade nicht, wo ich das Ding platzieren muss. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt kann ich, sehr schön. Ich glaube, so rum ist es richtig. Jawohl, sehr schön. So, dann können wir nämlich jetzt hier im Prinzip auch nochmal eben schnell das Ding draufsetzen. Dann haben wir hier so ein kleines Ausguckfenster. Das ist auch eine schöne Sache eigentlich. Hier haben wir so eine verbretterte Wand. Das kann man sich auch sehr gut angucken. Ich glaube, selbiges machen wir dann hier auch nochmal. Je nachdem, wie wir den Bereich aufbauen wollen. Vielleicht machen wir das hier ja auch ganz anders. Vielleicht nehmen wir auch hier hinten die Tür noch weg. Das weiß ich auch noch nicht genau. Vielleicht bauen wir so ein asymmetrisches Boot. Vielleicht bauen wir den ganzen Quatsch hier auch nochmal weg. Weil brauchen tun wir den ja eh nicht. Im Prinzip. Außer, dass wir hier halt langlaufen können. Weil ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn, oder? Wenn wir das jetzt hier noch dran lassen. Im Prinzip reicht es doch, wenn wir dann jetzt hier hochgehen. Mahlzeit. Ja, ich glaube, den machen wir jetzt hier auch nochmal kurz weg. Den ganzen Quatsch hier. So. So. Oh, scheiße. Nein, jetzt bin ich hier ins... Oh, was war das denn? Schublattler? Dalalat. Über Engkumberet. Ja, das juckt mich jetzt gerade aber nicht. Ich möchte ganz gerne das Ding da dran bauen. Das geht aber irgendwie nur in eine Richtung immer, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich meine, in die Richtung wäre ja tatsächlich noch eine Option. Warte mal, sind wir jetzt direkt hier vor? Wenn wir das wegnehmen, haben wir keine Möglichkeit, da reinzukommen. Das ist natürlich auch schlecht. Das heißt, wir müssen das Ding irgendwie hier bauen. Verdammte Axt, wie dreht man das denn? So ist eine Option. So ist schön. So gefällt mir das. So mag der Papa das. Jetzt mag der Papa das irgendwie gar nicht mehr. Scheiße, wie geht denn das? Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, wie das jetzt gerade hier gehen soll. Pass auf, Kinders, ich habe eine Idee.
Der wird doch jetzt wohl hier ranpassen, oder nicht? Muss ich das Ding erst wegnehmen hier? Muss der Papa das Ding erst wegnehmen? Wieso geht das denn nicht hier dran? Hä? Oh, weißt du was? Arschlecken, jetzt kommt hier die Holzrampe dran, ey. Ich hab die Schnauze voll. Entschuldigung, ich bitte meine Kraftausdrücke hier zu entschuldigen. Aber das ist doch echt einfach nur ätzend, ey. Ganz ehrlich. So, dann kriegen wir ja auch noch zur Not ein paar Dinos drauf, wenn es sein muss. Den können wir jetzt ja hier frei nach Lust und Laune. Können wir das Ding hier dran kleistern. So. Dann machen wir nämlich die Tür hier weg. Weil da kommen wir jetzt eh nicht mehr durch. Und machen da halt noch irgendwie mal eine Wand oder ein Fenster rein. Ich glaube, wir machen dann. Puh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir machen da irgendwas anderes hin. Hier machen wir das Fenster hin. Ich weiß, ich bin hier gerade sehr am Rumdemolieren. Das muss aber auch so sein. Haben wir noch irgendwo ein Fenster? Fenster war 6, genau. Und 7 ist die Wand. So, und hier noch das Fensterchen dran. Falsch rum. Ah, ja, so ist gut. Ah, sehr schön. Dann können wir uns hier immer noch mit den Ceilings überlegen, wie wir das machen wollen. Das hier muss ja eh fehlen. Und ich glaube, das nehmen wir dann auch mal einfach hier weg. So sehr stört es ja jetzt noch auch nicht. Das bisschen, was dann hier quasi unten frei ist, das spielt jetzt auch kein Keks. Ist da was, da wir jetzt gerade sowieso hier die Ramp frei haben, beziehungsweise die Stone Roof frei haben, können wir die auch immer kurz hier dran setzen. Hier zum Beispiel gerade mal. Also ich verstehe dieses Bauverhalten immer noch nicht so ganz von den Dingern. Vielleicht können wir das auch irgendwie drehen? Nee, können wir definitiv nicht. Nutzen wir es gerade mal so. Ich glaube, wir reißen es gleich eh wieder weg. Von daher ist es relativ Wurst. Gehen wir mal ganz kurz eben hier hoch. Und nehmen wir ganz kurz eben die Wand hier weg. Das war ja der Hauptgrund, warum wir das gerade machen. Die würde ich auch fast ganz gerne wegnehmen hier. Das Lager machen wir dann irgendwo anders hin. Können wir uns darauf einigen? Ich hoffe ja. Dann machen wir das nämlich mal so. Dann bauen wir hier auch noch was hin. So, ist doch wunderschön, oder? Dann nehmen wir das Ding hier auch noch weg. Und das Blöde ist halt, für diese Schränke brauchen wir halt eine Höhe, die 2 hoch ist. Was jetzt gerade aber nicht stört, das war eh nur eine Übergangslösung hier. So, und hier bauen wir dann mal auch nochmal eine Ceiling drauf. Dann müssten wir eigentlich. Genau. So wollte ich das haben. Das ist zwar hier ein bisschen sehr flach, aber ansonsten spielt das keine Rolle. So, das Ding haben wir jetzt hier fertig. Das müssen wir jetzt nur noch einfassen mit Wänden. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt so hin, wie ich mir das vorstelle. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Hier oben ist jetzt der Balken. Ich sehe das jetzt hier gerade leider nicht.
Ich glaube nämlich wieder falsch rum. Das heißt, wir müssen wieder mit Zwischenceiling arbeiten. Ach, das ist immer so kompliziert alles. Und wir haben nicht genug Zeug. Was fehlt uns denn jetzt gerade? Holz, glaube ich. Ja, da müssen wir ein bisschen. Ich glaube, wir hatten dann unten noch die alten Foundations, die weg können. Und genau das machen wir dann jetzt mal einfach. Wiegt eh zu viel. Weil Steine schwimmen so schlecht, in der Regel. Wieso bricht das denn Ding denn da immer weg? Ich glaube, damit ist dann jetzt auch die Entscheidung gefallen, ob wir das den Rand da stehen lassen. Für einen Kumberit. Ja, super. Das wollte ich doch gar nicht. So, komm, schwing die Hufe. Also ich muss sagen, vorher war es irgendwie die Form schöner. Da kommen wir auch nicht mehr hin, also können wir die auch schon wegnehmen gleich eigentlich. Ja, erstmal verbauen. So, dann packen wir hier mal kurz eben die das Ceiling drauf. Ich baue mir mal ganz kurz eben eine Leiter. Ich komme hier die ganze Zeit nicht hoch und nicht runter. Ist ein bisschen schlecht. Leiter, 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 Wooden Ladder. Ja gut, die tut es jetzt gerade auch mal eben. Auf die Schnelle. Außerdem ist ja auch ganz schön, wenn da mal ein bisschen Holz drin ist. Ach, was ist die schön, die Wooden Ladder. Ach, die können wir hier. Ah, guck mal, geil, die können wir mitten im Raum setzen im Prinzip. Das ist ja auch schnieke. So, hier zum Beispiel. Ich setze das mal eben schnell hier dran. Oder mache ich das hier? Oder dort? Ach, ich weiß es nicht. Da ist schön. Ich hoffe, die klappt jetzt auch. Muss man irgendwas drücken? Aber man kann auf jeden Fall schon mal schön durchlaufen. Ah, okay. E. Ja, klappt auf jeden Fall ganz toll. Jetzt wollte ich hier einmal die Wand setzen mit dem Gestänge nach innen. Ich hoffe, das passt jetzt so. Jawohl. So langsam nimmt es Form an, das Ding, was wir uns hier zusammen klöppeln. Da kommen wir hoch. Das Blöde ist nur, hier müssen wir jetzt auch wieder das Ceiling setzen, damit wir einen Abschluss hinkriegen. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter hinten wegreißen. Vielleicht reicht das Zeug ja so noch, dass ich gar nicht mehr so viel Stein sammeln muss dafür. Du sollst kein Wasser saufen, du sollst das Ding einreißen. Okay. Dann bauen wir nochmal eben schnell eine Wand und ein Window Frame. Und nehmen wir das Ding hier weg und hoffen, dass alles stehen bleibt soweit. Es bleibt soweit alles stehen, das ist schön. Also wer auch immer sowas entworfen hat, ich glaube nicht, dass das irgendwie physikalisch möglich ist. Ich glaube nicht, dass sowas schwimmt. Naja, gut. Lassen wir das mal einfach so stehen. Oh, jetzt fällt mir nicht mehr ein, was man hier drüben mit dem Balkon machen kann. Es gibt doch jetzt diese schöne fette Ballista, oder? Hier vorne mal so zwei dicke Ballisten draufgeschraubt und dann gib ihm. Klingt nach einem Plan. Wird umgesetzt. Hier nochmal eben schnell die eine aufs Ceiling gesetzt. So. Hier die Mauer. Mit dem Ding nach innen, bitte. Nee, nach außen. Ist das jetzt außen? Ich hoffe. Ja, sehr schön. So, das Ding nehmen wir direkt wieder weg. Und hier oben kommt ein Fenster. Ne, da muss ein Fenster hin? Ne, da kommt kein Fenster hin. Habe ich da drüben ein Fenster gesetzt? Ne, zum Glück nicht. Dann machen wir da auch noch eine normale Wand hin. Dann müsste das erstmal gut sein. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.